فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Die 14. Frage, die nach der Reihe kommt, غير واضح, ist unklar. Somit, yani, gehen wir zum Frage 15. Und die 15. Frage lautet folgendes: Dass bei uns in Algerien vor kurzem der Präsident eine Erlassung, yani, erlassen hat, was verlangt wird, dass die Jugend bzw. die Menschen da eine yani Bitaqatun Wataniya bekommen, yani so eine ID-Karte. Jedoch, bevor man diese yani ID-Karte, Identitätskarte, diese Antrag stellt, muss dieser Antrag mit einem Foto begleitet werden. Und auf dem Foto darf die Person auf keinen Fall Bart haben. Also die Person muss glatt rasiert sein. Und sonst kriegt er nicht, beziehungsweise kann er nicht mal den Antrag stellen. Und dann sagt der Fragende, man sollte es auch wissen, dass diese Bitaqa ist daruriya fil amal wa safar wa fi shu'uni ukhra. Diese Art des Ide ist notwendig für Arbeit, für Reisen und anderen Angelegenheiten, yani die er yani im Lande zu erledigen hat. Yani jetzt, diese Fragesteller, er stellt die Frage dem Sheikh Rabi und will seine Fatwa hören, ob dies in so einer Situation erlaubt wäre, kurzzeitig vorübergehend, temporärweise, sagt man auch so, temporär, dass man sein Bart rasiert und dann sich fotografiert und dann weiter sein Bart wachsen lässt. Al-Jawab, Sheikh Rabia sagt in der Antwort, Wallahi, ana la ufti bi jawazi halq al-lihya fi ayi majalin. Sheikh Rabia, hafizahullah, sagt, ich schwöre bei Allah, ich kann keine Fatwa geben mit Erlaubnis, dass das Bart rasieren erlaubt ist, egal in was für eine Tätigkeitsfeld bzw. in eine, was für einen Bereich es sich handelt. وأحيل الفتوى إلى غيري من زمان. Und ich weise hin oder hindeute hin mein, die Fatwa, man sollte jemanden anderen fragen, außer mir in unserer Zeit. اسألوا ابن باس والألباني في حياتهما. Und ich fragt Albani, fragt ابن باس zu ihrer Lebenszeit. فكثير من الناس يحتالون ويريدون أن يتلقى فقط أي إجابة على سؤاله ويذهب وليحلق لحيته ولو كان بدون سبب فأنا ما أقدر أن أفتي بحلق اللحية والله أعلم. Sheikh Rabia حفظه الله sagt, denn viele Menschen, sie betrügen und sie täuschen. Damit wollen sie irgendeine Fatwa holen, eine Antwort holen auf ihre Frage, damit sie dann gehen und ihre Bart rasieren, ohne dass sie in Wirklichkeit eine wirkliche, seriöse, ernsthafte Grund haben. Somit, ich kann nicht euch einen dieser Rechtsspruch geben, dass man das Bart rasiert. Wallahu a'lam, und Allah weiß es am besten. Und das ist die Antwort von Sheikh Rabia. Und deswegen, das ist auch, dass man lernt, dass in einigen Sachen man sagt, ich kann es nicht euch in diese Sache Fatwa geben. Und fertig. Weil einige Brüder, weißt du, die haben so diese Einstellung, ja, es muss jetzt eine Antwort gegeben werden. Er meint, der ist so wichtig. Und der ist sowas, keine Ahnung. Nein, Junge, bleib auf dem Boden. Fertig. Es wird kein Fatwa gegeben. Jeder für diese Sache wird zur Rechenschaft gezogen. Er wird bei Allah für diese Sache zur Rechenschaft gezogen.
Das war ja nicht die 15. Frage.